So, wir legen los, sind alle beisammen. Etwa 100 Leute haben sich gerade zugeschaltet. Ganz herzlich willkommen. Also, mein Name ist Dominik Schwickert im Namen des Progressiven Zentrums und der Heinrich-Böll-Stiftung. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Vorstellung und Diskussion der Studie Selbstverständlich Europäisch 2020. Das ist im Übrigen die zweite Ausgabe dieser Studienreihe. Die Auftaktstudie ist erschienen vor der Europawahl 2019 mit dem Titel Vom Zahlmeister zum Zukunftsmeister. Nun also das Follow-up unmittelbar vor der anstehenden deutschen Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte. Ja, dieses Event führen wir aus Gründen des Infektionsschutzes heute komplett als Webinar durch. Dazu zunächst einmal ganz, ganz herzlichen Dank auch an alle Mitwirkenden, dass Sie sich und ihr euch so kurzfristig auch auf dieses digitale Roundtable-Format eingelassen habt und wir heute in der Form zusammenkommen. Und ich glaube, dass wir heute zusammenkommen, ist aus mehreren Gründen nicht selbstverständlich. Sagen wir mal so, der politische Kalender, aber ich glaube auch unser aller Kalender sind sehr dynamisch in den letzten Tagen gewesen. So da einiges mehrfach vom Kopf auf die Füße gestellt. Umso schöner, dass wir das heute in dieser Form machen können. Ja, ich brauche nicht groß weiter auszuführen, dass wir uns in diesen Tagen in einer sehr außergewöhnlichen und ja auch höchst krisenhaften Situation befinden, aber andererseits auch Zeiten erleben, in denen die deutsche Politik sehr große Einigkeit und Handlungsfähigkeit an den Tag legt. Vizekanzler Olaf Scholz ist heute Morgen vor den Bundestag getreten, um seinen Nachtragshaushalt mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro einzubringen. Und nach 6 Jahren ohne neue Schulden und der schwarzen Null nun also so ein Nachtragshaushalt, der in dieser Dimension und Schnelligkeit sicherlich beispiellos ist in der deutschen Geschichte. Was natürlich allesamt auch geboten erscheint angesichts der Lage, dass die Hilfspakete besonders bei den hart betroffenen Unternehmen, Familien, Beschäftigten und so weiter schnell ankommen und wirken kann. Und ja, wenn man so will, Gesetzgebung in diesen Tagen also im Schnellverfahren, was üblicherweise in 3 Lesungen und Beratungen in Ausschüssen und Wochen dauert, passiert heute alles an einem Tag. Insofern können wir erahnen, unter welchem Hochdruck gerade der Parlamentsbetrieb gerade fährt. Und was für weitreichende Entscheidungen natürlich auch getroffen werden. Daher an dieser Stelle ein ganz besonderes Dankeschön an die beiden Parlamentarier, die heute mit uns diskutieren, Michael Roth und Franziska Brandner, dass ihr euch heute aus eurem engen Terminkalender die Zeit rausschneiden konntet. Ja, als Veranstalter haben wir ehrlich gesagt lange abgewogen, ob wir dieses Event heute und überhaupt in diesen Tagen stattfinden lassen können, aus diversen, ja auch offensichtlichen Gründen. Wir haben uns dann aber sehr bewusst und wir glauben aus sehr guten Gründen auch dafür entschieden. Vor allen Dingen haben wir uns natürlich auch gefragt, ob inmitten des aktuellen Krisenmanagements der deutschen Politik und in Zeiten, in denen auch in den Medien wenig andere politische Themen jenseits der Corona-Krise vorkommen, der richtige Zeitpunkt ist, um darüber zu diskutieren, wie das Europabild der deutschen Bürgerinnen und Bürger aussieht, wie die Prioritäten, Wünsche und Erwartungen in Bezug auf die nahende deutsche Ratspräsidentschaft, welche Prioritäten da vorliegen. Und wir glauben ja. Und warum? Warum ist diese Debatte wichtig? Zum einen, weil aus unserer Sicht ja der Umgang mit den Auswirkungen der globalen Corona-Krise an den Grundfesten natürlich in gewisser Weise der europäischen Identität oder der europäischen Idee rüttelt, nämlich an den Fragen nach europäischen Werten, nach einer souveränen und einer handlungsfähigen Union nach innen und außen, nach Solidarität und Zusammenhalt in und besonders auch zwischen den Gesellschaften Europas. Und was sich aktuell beispielsweise auch zeigt, in Hilfsersuchen Italiens beispielsweise, wo ja auch in den letzten Tagen Bewegung reingekommen ist, also auch wenn jetzt einige Tage verstrichen sind, werden jetzt im großen Stil Atemgeräte versendet, Patienten werden aus Italien und Frankreich aufgenommen, gerade in Grenzregionen, was ja auch eine Form der Solidarität darstellt. Und ich glaube, die Frage der Solidarität zeigt sich auch ja in der aufkommenden Debatte um Corona-Bonds als neue Form der Euro-Bonds, sicherlich sozusagen alles andere als eine triviale Frage, aber auch und gerade jetzt auch in humanitären Fragen, beispielsweise in Bezug auf die EU-Außengrenzen und was sich in Idlib und andernorts gerade abspielt. Ja, also wenn es die Corona-Pandemie in der Form nicht gäbe, ständen sicherlich ganz andere wichtige Themen im Vordergrund auf der politischen Agenda, wie die Situation in Syrien, die Situation an der griechisch-türkischen Grenze, insbesondere Klimapolitik und so weiter. Und diese Themen stehen natürlich noch weiter
auf der Agenda. Sie sind nur in gewisser Weise hinten etwas nach hinten gerutscht. Und bei all diesen Themen, also Corona vorne mit dabei, aber bei all den anderen Themen auch, braucht Deutschland, braucht Europa politische Antworten. Und diese Themen hängen natürlich eng aus unserer Sicht mit der Bewältigung der Corona-Krise zusammen. Deswegen war es für uns sozusagen trotz der Corona-Krise oder besser wegen der Corona-Krise eben diese Europa-Debatte heute so wichtig. Und dazu kommt, dass natürlich in gewisser Weise die Erwartung an Deutschland und Europa als einerseits bevölkerungsreichstes, aber vor allen Dingen auch als größte Volkswirtschaft in der Bewältigung der Krise auf europäischer Ebene ein sehr groß ist und tatsächlich ja auch die Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr politische Handlungsspielräume für die deutsche Politik eröffnet. Und aller Voraussicht nach, die Europa-Experten und Experten, die zuhören, wissen das, werden in dieser Phase der deutschen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr eben wohl auch unter Federführung der deutschen Ratspräsidentschaft wichtige Entscheidungen, beispielsweise zum mittelfristigen Finanzrahmen, dem MFR, fallen. Und diesen Entscheidungen werden sicherlich auch zäh und schwierige Verhandlungen vorausgehen, insbesondere angesichts der aktuellen Lage. Ja, darüber werden wir gleich debattieren und wir beginnen jetzt erstmal mit der Vorstellung der zentralen Ergebnisse der repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut CIVEI in unserem Auftrag, also im Auftrag der Böll-Stiftung und des Progressiven Zentrums im Januar 2020 durchgeführt hat, also noch vor dem Ausbruch der Pandemie. Das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen. Und das ist insofern auch wichtig, dass es aus unserer Sicht auch zahlreiche wichtige und vor allem unverzerrte Erkenntnisse bereithält zum Selbstbild der Deutschen, aber auch die Rolle, die sich die deutschen Bürgerinnen und Bürger wünschen, zur Rolle der EU im Allgemeinen, aber auch oder zur Rolle Deutschlands in der EU im Allgemeinen, aber während der Ratspräsidentschaft im Besonderen. Ich freue mich, dann nach dieser Ergebnisvorstellung rasch in die politische Debatte einsteigen zu können und hier auch ganz unterschiedliche Perspektiven und Hintergründe beisammen zu haben. Zum einen, wie schon erwähnt, Michael Roth als Staatsminister im Auswärtigen Amt, der die Regierungsperspektive einbringen wird, der darüber hinaus natürlich tiefe Einblicke in die Verhandlungen des MFR hat, die Ratspräsidentschaft auch vorbereitet, aber zugleich als Parlamentarier natürlich auch eine parlamentarische Perspektive mitbringt. Ebenso wie Franziska Brandner, Sprecherin für Europapolitik der Fraktion Bündnis 90 der Grünen, die Grünen, Geschäftsführerin ihrer Fraktion, und dazu noch Obfrau im Europaausschuss und auch parlamentarische Geschäftsführerin, wie schon gesagt, die vor allen Dingen auch die Oppositionsperspektive neben der parlamentarischen Perspektive einbringen kann. Und Thomas Westphal, der ist Abteilungsleiter Europapolitik im BMF, der Herrn Staatssekretär Cookies vertritt, der sich entschuldigen lässt, weil er zeitgleich zu unserem Webinar hier zum Gesetzespaket Rede und Antwort stehen muss. Vielen Dank auch, Herr Westphal, ganz besonders an Sie, dass Sie so kurzfristig eingesprungen sind. Wir freuen uns sehr auch über Ihre Einschätzungen natürlich zur Studie, aber auch ein bisschen vielleicht auch Einblicke aus dem Maschinenraum in Bezug auf die Planung und Vorbereitung des BMF und des Bundesvizekanzleramts zur deutschen Ratspräsidentschaft. Ja, und nach dem Responser starten wir dann in die offene Debatte mit dem digitalen Publikum. Wie das funktioniert, wird uns gleich die Moderatorin Melanie Stein verraten. An dieser Stelle vielleicht einfach nochmal von meiner Seite ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, insbesondere an die Speakerinnen und Speaker, natürlich auch an Ellen Überscheer und Christine Pütz von der Böll-Stiftung für die hervorragende Zusammenarbeit im Zuge dieses wichtigen Studienprojekts. Ja, und damit übergebe ich jetzt an dich, Melanie, und ganz herzlichen Dank und uns allen eine gute Debatte. Vielen lieben Dank, Dominik. Dankeschön. Ich freue mich, dass ich hier auch kurzfristig einspringen durfte und jetzt ein bisschen durch dieses Webinar leiten darf. Ich habe auch gerade gesehen, die maximale Teilnehmeranzahl von 101 Personen ist erreicht. Also vielen, vielen Dank an alle, die jetzt dabei sind, sich zugeschaltet haben und zuschauen. Und wir wollen Sie und euch natürlich auch motivieren, viele Fragen zu stellen. Wir werden, wie Dominik das gerade gesagt hat, erstmal die Autoren der Studie hören. Die werden die Ergebnisse präsentieren. Dann haben wir die geladenen Gäste, die dazu Stellung beziehen werden. Und im Anschluss
wollen wir dann auf Ihre Fragen eingehen. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie diese stellen. Und zwar machen Sie das über die Fragefunktion im Bedienfeld. Wenn Sie mobil dabei sind, dann können Sie einfach auf dieses Fragezeichen klicken. Also wir freuen uns über die rege Beteiligung und über möglichst viele Fragen. Und jetzt legen wir erstmal los mit der Studie. Dominik hat das schon gesagt. Wir werden jetzt die beiden Autoren hören. Das ist zum einen Dr. Christine Pütz. Sie ist Referentin für Europäische Union im Referat EU Nordamerika der Heinrich-Böll-Stiftung, hat bis 2007 in Forschungs- und Bildungseinrichtungen gearbeitet. Und der Co-Autor ist Johannes Hillje. Er ist Politik- und Kommunikationsberater, Policy Fellow beim Progressiven Zentrum und war 2014 Wahlkampfmanager der Europäischen Grünen. Ja, guten Tag. Hier spricht Johannes Hillje. Ich mache jetzt auch meine Kamera an, dann dürften Sie mich alle sehen. Ich starte jetzt aber auch gleichzeitig eine Präsentation von meinem Laptop, der Sie dann folgen können. Dort sind die Ergebnisse der Studie auch visualisiert. Dominik Schwickert hat es am Anfang schon gesagt. Wir haben eine repräsentative Umfrage in diesem Jahr wieder gemacht, zum zweiten Mal in Folge mit dem Meinungsforschungsinstitut CIVI. 5000 Menschen wurden in Deutschland befragt und einige der Fragen, sogar der Großteil der Fragen, hatten wir schon letztes Jahr in der Studie mit drin. Das heißt, ich werde jetzt auch einen Vergleich der Ergebnisse von 2019 und 2020 vornehmen können. Also legen wir los mit der ersten Grafik. Wir haben erstmal einen breiten Rückhalt für die EU gemessen unter den deutschen Bürgerinnen und Bürgern. 67,3% sehen mehr Vor- als Nachteile in der EU-Mitgliedschaft. Das ist etwas weniger als im letzten Jahr. Dazu muss man aber auch sagen, im letzten Jahr haben wir zu den Europawahlen einen Rekordwert bei der EU-Zustimmung gemessen. Das könnte mutmaßlich ein Kollateralnutzen des Brexit sein, aber ist sicher auch ein Effekt der proeuropäischen Mobilisierung zur Europawahl gewesen. Aber in diesem Jahr ist es leicht runtergegangen. Ich würde aber eher von einer Normalisierung bei der EU-Zustimmung sprechen, denn wir haben jetzt eigentlich ein Niveau wieder, was wir auch in Zeiten vor dem Brexit-Referendum hatten, also eine Zustimmung von 2/3 der Bevölkerung zur EU. Dann etwas spezieller, wie sieht es beim wirtschaftlichen Nutzen der EU-Mitgliedschaft aus? Diese Grafik ist ein bisschen komplizierter. Der Wert oder der Balken ganz links zeigt nochmal die Gesamtergebnisse von 2019. Für 2020 haben wir gemessen, dass 56,2% meinen, dass der wirtschaftliche Nutzen die Kosten der EU-Mitgliedschaft übersteigt. Wenn man die Stichprobe dann ein bisschen geografisch und soziodemografisch ausdifferenziert, dann sieht man doch ein bisschen Unterschiede in der deutschen Bevölkerung. Einmal sehen wir, dass es in Ostdeutschland eine Spaltung gibt in dieser Frage, ob die Kosten oder der Nutzen überwiegt. Da sind die Blöcke relativ ausgeglichen. Und auf dem Lande, also in ländlichen Gegenden Deutschlands, ist die Zustimmung zum Nutzen auch geringer, als wir das in urbanen Gegenden gemessen haben. Und wenn man in die Studie später nochmal reinschaut, dann kann man auch nachlesen, dass gerade bei ökonomisch vulnerablen Bevölkerungsgruppen, also Menschen mit niedriger Bildung oder niedrigem beruflichen Status, zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter, auch eher die Tendenz da ist, die Kosten höher als den Nutzen der EU-Mitgliedschaft einzuschätzen. Also es gibt eine gewisse soziale Spaltung bei dieser Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen der EU-Mitgliedschaft. Klarer sind die Verhältnisse bei der Frage nach dem politischen Nutzen. Über 2/3 sagen in diesem Jahr, dass Deutschland seine politischen Ziele eher mit der EU als alleine erreichen kann. Haben wir auch im letzten Jahr noch höheren Wert gehabt, aber das ist sozusagen eine weiterhin stabile und breite Mehrheit. Kommen wir nun zur Rolle Deutschlands in der EU, die Menschen von der Bundesregierung erwarten. Da möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auch zunächst auf die Balken auf der rechten Seite lenken. In den letzten Jahren haben nur 46,7% die Bundesregierung als eher aktiv in der EU wahrgenommen. Aber für die Zukunft wünschen sich
über 72%, dass Deutschland eine aktive Rolle spielt. Das heißt, es gibt eine Diskrepanz zwischen der Bewertung des Ist- und des Soll-Zustandes im Hinblick auf die Rolle, die Deutschland in der EU spielt. Viele Menschen wollen also, dass Deutschland aktiver wird. Und diese Diskrepanz ist auch größer geworden. Jetzt kann man nochmal auf die Balken links schauen. Wir sehen nämlich, dass 2019 den Ist-Zustand mehr Menschen aktiver bewertet haben. Also damals war die Diskrepanz zwischen denjenigen, die eine aktive Rolle schon festgestellt haben und denen, die sich eine in Zukunft wünschen, nicht so groß, wie das 2020 der Fall ist. Daraus könnte man interpretieren, dass gerade in dem letzten Jahr ein nicht besonders aktives Auftreten Deutschlands in der EU wahrgenommen wurde. So, kommen wir jetzt zu den Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft. Wir haben einmal gefragt, welche Themen sollte Deutschland während der Ratspräsidentschaft vorantreiben. Da steht ganz oben das Thema Klimaschutz, an zweiter Stelle Migration und Asyl und an dritter Stelle Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Wir haben die Menschen dann auch nach ganz konkreten Vorhaben gefragt, die Deutschland während der Ratspräsidentschaft vorantreiben soll. Dabei ist rausgekommen, dass die Einführung einer europäischen Digitalsteuer die meiste Zustimmung bekommen hat. An zweiter Stelle steht die Erhöhung des EU-Klimaziels 2030. Da geht es um höhere CO2-Reduktionen bis 2030. Und an dritter Stelle steht die Schaffung einer europäischen Armee. So, jetzt noch zwei letzte Grafiken. Wir haben die Menschen auch wieder gefragt, wie sie den deutschen Finanzbeitrag zum EU-Budget einschätzen. Das ist natürlich gerade auch im Hinblick auf die Diskussion um den mehrjährigen Finanzrahmen relevant. Und hier zeigt sich, dass immer noch eine knappe Mehrheit den Beitrag nicht zu hoch findet. Diese Mehrheit hatten wir auch im letzten Jahr, ist ein bisschen knapper geworden. Und Sie sehen auf dieser Grafik auch noch die Ausdifferenzierung nach verschiedenen Parteilagern. Da sieht man je nach Parteilager unterschiedlich starke Zustimmung dazu, dass der Beitrag nicht zu hoch ist, aber bei zwei Parteien, nämlich FDP und AfD, auch eine Mehrheit dahingehend, dass der deutsche Beitrag zum EU-Budget für zu hoch empfunden wird. In diesem Zusammenhang ist als letztes noch relevant, dass aber eine sehr große Mehrheit von 95% bestimmte Bereiche in der EU finanziell besser ausstatten will. Also mehr gemeinsame Ausgaben von Deutschland und den EU-Partnern in bestimmten Bereichen befürworten würde. Und da steht an erster Stelle der Bereich Innovation und Forschung, gefolgt von Klimaschutz und sozialer Absicherung. Also das ist ein Hinweis erstmal darauf auch, dass wenn man über das Geld für die EU spricht, dann sollte man dies am besten in Bezug auf konkrete politische Ziele und Vorhaben machen und vielleicht nicht so abstrakt nur im Rahmen von Zahlen und Prozenten und so weiter. Vielen Dank. Das waren erstmal die Daten in einem Schnelldurchlauf. Sie können in der Studie noch wesentlich mehr Daten finden und auch die Ausdifferenzierung in verschiedene soziodemografische Untergruppen. Das war erstmal ein Schnelldurchlauf und jetzt gebe ich ab an Christine Pütz, meine Co-Autorin, die noch ein paar Einordnungen vornehmen wird. So, guten Tag in die Runde, auch von meiner Seite. Einen Moment. So. Ich möchte die drei wichtigsten Schlussfolgerungen vorstellen, die wir aus den Umfrageergebnissen ableiten. Die erste geht unter der Überschrift Handlungsfähigkeit der EU. In der Umfrage sind ja zwei unterschiedliche Trends zu beobachten. Einerseits ist der Glaube an den konkreten Nutzen der EU im Vergleich zum letzten Jahr etwas gesunken. Dies ist angesichts der Blockaden und der ungelösten Themen nicht wirklich überraschend. Andererseits aber sehen die Bürgerinnen und Bürger den großen Bedarf an europäischem Handeln. Interessant ist, dass hier die Zustimmungsrate entweder nicht oder deutlich weniger stark gesunken ist. Also es gibt weiterhin eine klare Mehrheit, die sich eine aktive und auch aktivere deutsche Europapolitik wünschen. Hier sind die Zahlen nur um minus 3% gesunken
Und weiterhin gibt es eine überwältigende Mehrheit von 95%, die will, dass Deutschland gemeinsam mit seinen EU-Partnern in bestimmten Politikbereichen handelt und dafür auch mehr Geld investiert. Das heißt, die Deutschen wünschen sich eine handlungsfähige EU. Und hier ist Deutschland gefragt, denn die Handlungsfähigkeit der EU hängt ja auch vom deutschen Handlungswillen ab im Wesentlichen. Die Bundesregierung sollte deshalb auch vor dicken Brettern nicht zurückschrecken und ihre Ratspräsidentschaft nun nutzen, um auch gerade verfahrene Themen wie die Asylpolitik oder die Rechtsstaatlichkeit angehen. Das zweite Thema läuft unter der Überschrift EU-Budget. Die Umfrage hat ja gezeigt, dass sich die Mehrheit der Deutschen nicht als Zahlmeister Europas fühlt und sehr wohl bereit ist, für konkrete europäische Politik mehr Geld zu investieren. Dennoch, das hat Johannes vorgestellt, ist die Mehrheit derer, die den deutschen Beitrag als nicht so hoch empfindet, nur hauchdünn. Deshalb ist es aus unserer Sicht, wäre es sehr gefährlich, wenn nun bei den kommenden Debatten um das EU-Budget, den mehrjährigen Finanzrahmen, der Zahlmeister-Mythos reaktiviert wird. Das heißt, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten könnte dies eine generelle Europamüdigkeit der Deutschen herbeireden. Unsere Meinung ist, dass wir die Debatte um das Budget und die Investitionen, die wir brauchen, nun mehr von den politischen Zielen herführen, also über die Zukunftsausgaben, für die es sich jetzt lohnt zu investieren. Denn Zahlen und Ausgaben lassen Menschen nie in Begeisterungsstürme ausbrechen, egal ob das jetzt auf deutscher oder europäischer Ebene ist. Für konkrete Visionen können sich die Menschen sehr wohl begeistern, wie die Umfrage zeigt. Insbesondere, wenn wir nun die Folge der Pandemie betrachten und wir einer neuen Wirtschaftskrise, zumindest einer Wirtschaftsrezession entgegensehen, ist es klar, dass wir diese nicht allein national lösen werden können und Deutschland hier als größte Exportnation auch ein Eigeninteresse an der Stabilisierung des europäischen Binnenmarktes hat. Die dritte Überschrift ist die Chance für eine sozial-ökologische Transformation. Hier gibt es zwei Aspekte. Die eine bezieht sich auf die Umfrage, die gezeigt hat, dass es bei den ökonomisch vulnerablen Gruppen der Bevölkerung vor allen Dingen ist, dass der Glaube an den Nutzen der EU überproportional sinkt oder überproportional weniger ist und er auch dann sinkt, wenn die Wirtschaftslage insgesamt pessimistischer bewertet wird. Johannes hat von einer sozialen Spaltung gesprochen. Die EU muss sich stärker um diese Menschen kümmern. Und wenn wir dies nun mit der Corona-Krise noch verknüpfen, wir haben jetzt im Anfangsstadium zuerst mal einen nationalstaatlichen Reflex beobachtet. Dennoch könnten die wirtschaftlichen Folgen, die bedeutsam sein werden, auch eine Chance für die EU sein, wieder näher zusammenzurücken. Zum Beispiel, um die Finanzunion zu vollenden oder um die notwendigen Investitionen für den wirtschaftlichen Wiederaufbau sozial und ökologisch zu gestalten und so den europäischen Green Deal einzuleiten. Und vielleicht auch eine Chance, um die EU für solche Krisen handlungsfähiger zu machen. Unser Fazit: Eine ambitionierte deutsche EU-Ratspräsidentschaft ist jetzt umso mehr gefragt. Die Bundesregierung muss jetzt aktiv und beherzt die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angehen. Und darüber hinaus dürfen wir aber auch nicht die anderen dringlichen Fragen vergessen, die ohnehin auf der Tagesordnung stehen. Das, so hat unsere Umfrage gezeigt, erwarten unsere Bürgerinnen und Bürger und das erwarten auch die EU-Partner Deutschlands. Genau, von daher wünschen wir uns den im Koalitionsvertrag versprochenen Aufbruch für Europa. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für die Vorstellung der Ergebnisse an die Autoren. Und ich sehe, es gibt bislang noch keine Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, wenn Fragen entstehen, nutzen Sie den Reiter Fragen, stellen Sie Ihre Fragen, dann können wir die nämlich nachher auch einbauen in die Debatte. Aber zunächst einmal habe ich persönlich eine Frage an Sie beide. Und zwar wurde ja schon gesagt, der Erhebungszeitraum war im Januar. Wie verlässlich sind denn die Ergebnisse für die aktuelle Situation? Was können Sie dazu sagen? Ja, also ich kann ja mal anfangen. Wir können natürlich nicht sagen, wie die Corona-Krise sich jetzt auf das Europabild auswirken wird. Wir sehen jetzt ja auch zuerst mal, davon habe ich gesprochen, einen gewissen nationalstaatlichen Reflex. Aber auf der anderen Seite wissen die Bürgerinnen und Bürger ja sehr wohl, was die EU tun soll und haben da auch Forderungen an die EU und an Deutschland in gewissen Bereichen gemeinsam mit den europäischen Partnern Themen anzugehen und da auch zu investieren. Und ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass dieser Bedarf mit und nach der Corona-Krise noch deutlicher gesehen wird. Alles andere müssen wir abwarten. Vielleicht Johanna, darf ich noch ergänzen. Ich glaube, wenn man die Umfrage letzte Woche gemacht hätte, dann wäre sie sehr stark Corona beeinflusst gewesen. Also dann hätten wir vermutlich andere Ergebnisse gehabt. Deswegen ist es erstmal sozusagen interessant zu wissen, was auch abseits von Corona die Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger sind. Dass die sozusagen das Management der Auswirkungen der Corona-Pandemie ein wichtiges Thema für die Ratspräsidentschaft sein wird, das ist, glaube ich, sehr gewiss. Und wir können zumindest mit diesen Daten jetzt zeigen, was aber auch abseits dessen für Prioritäten bei den Bürgerinnen und Bürgern vorliegt. Und das ist, glaube ich, bei aller Wichtigkeit der Bewältigung der Corona-Pandemie, glaube ich, schon wichtig zu wissen. Denn die anderen Herausforderungen, sei es im Bereich Migration und Asyl, sei es beim Klimaschutz oder auch beim Thema Rechtsstaatlichkeit, die stehen ja nicht still, sondern zum Teil verschärfen sie sich noch durch Corona. Gerade auch das Thema Migration und Asyl in Lesbos sind wegen Corona auch die Menschen noch viel mehr in einer Notlage als schon vorher. Und daher glaube ich, sind das erstmal auch dahingehend wertvolle Daten, weil sie auch unabhängig von Corona eine Gültigkeit besitzen. Ein zentrales Ergebnis der Studie war ja, dass sich die Bürger mehr Aktivität, also eine aktivere Rolle Deutschlands wünschen und mehr Kooperation auch mit den anderen Ländern. Wie kann das denn im Zusammenhang mit Corona aussehen? Also ganz praktisch, glaube ich, haben wir es ja schon in den letzten Tagen gesehen. Also wir haben ja sowas wie eine Umverteilung von Patienten jetzt erstmalig erlebt, also von Frankreich und auch von Italien nach Deutschland. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Form von gelebter europäischer Solidarität in dieser Krise. Diese Pandemie breitet sich ja schrittweise aus in Europa. Das heißt, dass Länder nach und nach steigende Infektionszahlen haben. Das heißt aber auch, dass erst nach und nach die Kapazitäten in den Krankenhäusern und im Gesundheitssystem gefordert sind, sodass wir in Deutschland momentan noch Kapazitäten auch haben, Patienten aus Frankreich oder Italien zu versorgen. Ich finde, das sind schöne Beispiele europäischer Solidarität gewesen, nachdem wir am Anfang leider sehr viel Krisennationalismus erlebt haben, auch was die Materialien angeht, also Schutzmaterialien und so weiter. Ich wünsche mir mehr von dieser Form von Solidarität, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und letztendlich wird es natürlich auch wiederum sehr viel um finanzielle Solidarität gehen müssen, weil Länder wie Italien und Spanien werden ökonomisch besonders betroffen sein. Italien, was sowieso schon ökonomisch angekratzt ist. Wir kommen nicht über weitere finanzielle oder kommen nicht um weitere finanzielle Solidarität auch umher, glaube ich, um diese Krise letztendlich wirklich bewältigen zu können. Ja, möchten Sie erstmal ergänzen, Frau Pütz? Ja, gerne. Also neben dieser europäischen Solidarität, die wir brauchen, brauchen wir auch mehr europäische Koordinierung.
Also wie das abgelaufen ist mit den Grenzschließen und so, das ist einfach, hat sich wieder gezeigt. Sie war nicht da und wir hätten sie gebraucht. Und ich sehe hier auch eine Chance, dass man hier die EU auch noch mal handlungsfähiger macht bei solchen europäischen oder globaleren Krisen. Und ich hoffe sehr, was Johannes angesprochen hat, dass wir die Debatte um die europäische Solidarität dieses Mal hier in Deutschland etwas anders führen werden und nicht so sehr das Thema deutscher Steuerzahler und Zahlmeister in den Vordergrund schieben. Auf Corona gehen wir sicherlich nachher auch noch ein. Ich habe direkt eine sehr konkrete Frage zu den Ergebnissen. Und zwar kommt diese von Karin Kortmann. Die fragt, können Sie bitte die Aussagen auf die Alterskohorten spezifizieren? Ja, also wir haben ja sehr viele Fragen gestellt, deswegen müsste ich nochmal sozusagen wissen, für welche Frage jetzt genau die Spezifizierung auf Alterskohorten interessant ist. Ich kann so ein paar grundsätzliche Trends vielleicht sagen. Wir haben tendenziell immer, das zeigen auch andere Umfragen, eine höhere Zustimmung bei jüngeren Menschen zur EU-Mitgliedschaft und einen höheren Rückhalt bei jüngeren Menschen für die EU-Mitgliedschaft und auch bei ganz Alten wieder. Also das ist so ein bisschen das Interessante, dass sowohl die ganz Alten als auch die ganz Jungen proeuropäischer, noch proeuropäischer sind als der Durchschnitt der Gesellschaft. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt bei der Altersausdifferenzierung. Wir haben ja nach konkreten Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft gefragt und da war bei den jungen Menschen das Klimathema noch höher angesiedelt. Also wir haben ja bei den konkreten Vorhaben für die Ratspräsidentschaft ermittelt, dass die EU-Digitalsteuer an erster Stelle für die Gesamtgesellschaft steht. Bei der jungen Gruppe steht die Erhöhung, die Verschärfung des EU-Klimaziels 2030 an oberster Stelle. Also wir haben mehr sozusagen eine höhere Priorität für die Klimapolitik bei den jüngeren Menschen. Ein Ergebnis, das wir jetzt auch gerade gehört haben, war, dass die Bürger eher den politischen Nutzen sehen als den wirtschaftlichen. Wie kommt es denn dazu? Ja, soll ich nochmal? Möchtest du? Mal. Das ist erstmal muss man ganz grundsätzlich sagen, das ist auch eine Erkenntnis in der Politikwissenschaft, dass die Bewertung der EU-Mitgliedschaft in einem Land sehr stark eigentlich von nationalen Faktoren abhängt und zwar sehr stark von ökonomischen Faktoren. Ländern, denen es wirtschaftlich gut geht, die bewerten auch die EU-Mitgliedschaft in der Tendenz positiver als Ländern, denen es ökonomisch schlecht geht. Nun haben wir letztes Jahr im Jahresverlauf eine pessimistischere Sicht auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland insgesamt gemessen. Das kann man bei Forschungsgruppe Wahlen zum Beispiel nachschauen, dass die Deutschen Ende des Jahres, Ende 2019, die wirtschaftliche Lage in Deutschland schlechter eingeschätzt haben als noch am Anfang. Also da wird die Stimmung pessimistischer. Und das könnte sich auch in dieser Zustimmung zum wirtschaftlichen Nutzen der EU niederschlagen. Das ist natürlich aber gerade für eine Exportnation wie Deutschland sehr gefährlich, weil unser wirtschaftliches Wohlergehen hängt sehr stark von Europa ab. Und wenn dann eben in einem Abschwung auch eine Europamüdigkeit einsetzt, wie Christine das vorhin auch schon beschrieben hat, dann ist es schwierig, diese wirtschaftliche Trendwende hinzukriegen, die dann erforderlich wäre. Also gerade wenn es der Wirtschaft schlechter geht, braucht es eigentlich mehr Unterstützung für Europa, weil darüber generieren wir unser Wachstum. Und es ist aber in der Tendenz grundsätzlich eigentlich immer so, wenn die Wirtschaft runtergeht, dann sinkt auch ein bisschen die Stimmung zur EU. Das ist ein genereller Trend, den wir in vielen Ländern sehen können. Mhm. Frau Pütz, Sie wollten noch ergänzen? Er hat es jetzt sehr gut gesagt. Alles klar. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle und vorerst bei den Autoren. Wir werden sie nachher nochmal dazu holen in die große Debatte und kommen jetzt erstmal zu den politischen Gästen. Und zwar beginnen wir mit Michael Roth. Er ist seit 2013 Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt, ist unter anderem Beauftragter für die deutsch-französische Zusammenarbeit und war davor, vor 2013, europapolitischer Sprecher der SPD-Bundesfraktion. Herzlich willkommen, Herr Roth.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort auf die Studie. Ja, hallo, hören Sie mich? Wir können Sie hören, aber nicht sehen im Moment. Versuchen wir das nochmal. Okay. Sehen Sie mich jetzt? Ja, wir können Sie sehen. Na prima, jetzt sehe ich Sie aber nicht mehr. Aber das spielt ja vielleicht auch keine Rolle. Erstmal hallo und willkommen und danke für die Einladung. Und auch danke für die Gelegenheit, etwas zu dieser Studie zu sagen, die mich jetzt ehrlich gesagt nicht allzu sehr überrascht. Ich habe heute vielleicht so ein bisschen die undankbare Aufgabe, Erwartungsmanagement zu betreiben, weil ich überall feststelle, dass die Erwartungshaltung an die deutsche Ratspräsidentschaft immens ist und ich gelegentlich den Eindruck habe, dass all das, was seit Jahren auf dem Tisch liegt und nicht erledigt und nicht bearbeitet wurde, jetzt in 6 Monaten von den Deutschen zu erledigen ist. Ich würde gerne eine Rolle ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken, die traditionell Deutschland gut zu Gesicht steht. Wir sind nämlich nicht nur die Antreiber und die Impulsgeberinnen und Impulsgeber in der Europäischen Union, wir sind vor allem auch Brückenbauer und Moderatoren. Und ich glaube, dass das derzeit wichtiger denn je ist. Gerade auch die Corona-Krise hat gezeigt, dass es am Ende doch ein nur sehr schwaches Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union gibt. Man am Anfang sehr, sehr rasch auf nationale Maßnahmen, auf nationale Alleingänge setzt. Und das tut uns allen nicht gut. Und insofern ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass neues Vertrauen wachsen kann. Die deutsche Ratspräsidentschaft wird unseren Partnerinnen und Partnern sowieso eine ganze Menge zumuten, weil vieles, was sagen wir mal in ihren Kreisen, in unseren Kreisen so als selbstverständlich abgehakt wird, in der EU hochkontrovers ist. Also wenn wir beispielsweise einen Rechtsstaats-TÜV einführen wollen im Rat, der mithilft, dass die Europäische Union wieder deutlicher und glaubhafter erkennen lässt, dass sie nicht in erster Linie ein Binnenmarkt, sondern eine Wertegemeinschaft ist, dann ist es ein Projekt, wofür wir seit Jahren kämpfen, aber was bei einigen Mitgliedstaaten auf große Widerstände stößt. Wenn ich mal an unsere soziale Agenda denke, da können wir dankenswerterweise auf das aufbauen, was die Kommission auch in ihrer Agenda schon beschlossen und verabredet hat. Wenn ich mir überlege, wie lange wir über ein sozialeres Europa gesprochen haben, dann weiß ich aber ganz genau, dass es eine Reihe von Staaten gibt, die sagen, eigentlich hat sich die Europäische Union hier überhaupt nicht einzumischen. Aber gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie und der massiven wirtschaftlichen und sozialen Verwerfungen, auch des massiven Anstiegs von Arbeitslosigkeit, was wir ja derzeit überhaupt nicht ausschließen können, und gerade auch der Betroffenheit von Ländern, die gerade so aus einer schweren wirtschaftlichen und sozialen Krise herausgekommen sind, ist es wichtig, dass die Europäische Union auch sozialpolitisch präsenter ist. Wir müssen also das Projekt beispielsweise einer EU-Arbeitslosenrückversicherung auch schneller auf die Tagesordnung setzen. Klimaschutz ist schon benannt worden. Ein weiteres Thema, wo es auch viel Skepsis gibt, weil am Ende es einigen Mitgliedstaaten schwerfällt, ihre Wirtschaft in einem noch radikaleren Maße als Deutschland umzubauen. Denn der sozialökologische Umbau unserer Gesellschaften geht ja auch einher mit Sorgen und mit Belastungen. Wenn ich alleine mal daran denke, dass Polen ein Land ist, was seine Stromerzeugung zu einem Großteil aus der Braunkohle generiert. Also auch hier gibt es Schwierigkeiten. Oder dann haben Sie sehr leicht von den Lippen gehend gesagt, jetzt muss es aber mal endlich einen Durchbruch in der Asyl- und Migrationspolitik geben. Ja, nichts lieber als das. Wir arbeiten uns an dem Thema seit Jahren ab. Wir haben uns fest vorgenommen, jetzt auch vor dem Hintergrund der jüngsten tragischen Ereignisse, die Europäische Union endlich in die Lage zu versetzen, zu ihren humanitären Verpflichtungen zu stehen, gleichzeitig aber auch eine solidarische Lastenteilung vorzunehmen und eine Handlungsfähigkeit an den Tag zu legen, die nicht nur diejenigen Staaten belastet, die eine EU-Außengrenze haben. Also das sind die großen Themen. Und ich weiß, dass es auch allenthalben immer wieder Enttäuschung gibt über die europapolitische Performance der Bundesregierung. Ich will ja überhaupt nichts verteidigen. Ich kann immer nur sagen,
meinen bescheidenen Beitrag als einer von mehreren will ich da gerne zu leisten versuchen. Aber weil eben auch mehrfach über den EU-Haushalt und über den sogenannten mehrjährigen Finanzrahmen geredet wurde. Also es ist sicherlich auch uns zu verdanken, dass Deutschland eben nicht mehr als Nettozahler oder als Einzahler in die Europäische Union verstanden. Wir sprechen von Nettogewinnern. Wir wissen um unsere Verantwortung. Und das, was viele Bürgerinnen und Bürger sich wünschen, dass wir eben mehr Geld ausgeben für gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den Klimawandel, also für den Klimaschutz, Entschuldigung, mehr Geld ausgeben für Migration, für Entwicklungszusammenarbeit, für Außen- und Sicherheitspolitik. Diese Forderungen, die auch in Ihrer Studie dokumentiert worden sind, sind exakt auch die Forderungen, die wir erheben. Und das beißt sich natürlich sehr mit der Sorge einer Reihe von Mitgliedstaaten, die Angst davor haben, dass in der Strukturpolitik, vor allem aber auch in der Landwirtschaftspolitik, sehr stark eingeschnitten wird. Und deswegen wird es nicht ohne mehr Geld geben. Ich mache mir aber derzeit große, große Sorgen, dass die Corona-Pandemie, niemand weiß, wie lange das jetzt noch dauert, erst einmal auch die Handlungsmöglichkeiten sehr begrenzt. Und so sehr ich ein Freund von Videokonferenzen bin, wir haben ja gestern auch im Rat der Europaministerinnen und Minister eine wichtige Entscheidung getroffen, trotz Videokonferenz, nämlich Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien aufzunehmen, sind die Möglichkeiten auch der Institutionen sehr erschwert. Und ein allerletztes, was ich einfach noch sagen möchte, weil es auch viel mit Demokratie und unseren Werten zu tun hat. Wir erleben derzeit in der Europäischen Union massive Einschränkungen von Freiheit und von Freizügigkeit. Das sind Einschränkungen, natürlich, die alle einem Ziel dienen, die Menschen zu schützen vor gesundheitlichen Risiken und vor allem natürlich auch vor dem Coronavirus. Aber das müssen zeitlich eng befristete Maßnahmen sein. Und am Ende haben wir es erlebt, dass Nationalisten und Populisten in der Europäischen Union unsere parlamentarischen Demokratien verächtlich gemacht haben. Und wo Deutschland mit einigen anderen Mitgliedstaaten, glaube ich, auch mutmachend unterwegs gewesen ist, ist, dass wir gezeigt haben, Opposition, Regierung übergreifend, dass parlamentarische Demokratien in schwersten Krisenzeiten handlungsfähig sind, weitreichende Beschlüsse treffen können, ohne dass sie autoritäre Regime oder Diktaturen kopieren müssen. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten, wo Demokratie nicht mehr selbstverständlich ist und unter Druck geraten ist, ganz, ganz wichtig. Und das muss auch unsere Maxime sein für die deutsche Ratspräsidentschaft. Vielen Dank, Herr Roth, für diese Einschätzung und auch den Einblick in die aktuellen Prozesse. Sie haben gesagt, dass es vor allen Dingen darum geht, Vertrauen in die Handlungsfähigkeit zu stärken. Einige konkrete Beispiele haben Sie auch schon genannt, aber was würden Sie sagen, was muss gerade jetzt passieren vor dem Hintergrund der Pandemie? Also wichtig ist erst einmal, dass wir uns alle unterhaken. Und alleine nationale Maßnahmen werden natürlich eines Virus, das keine nationale Identität hat und das sich auch nicht um nationale Grenzen schert, nicht gerecht. Es gibt ein paar ganz konkrete Vorschläge, die wir unterbreitet haben. Also erstens brauchen wir einen Pool auf europäischer Ebene, der von der Kommission verwaltet wird, wo wir denen mit medizinischem Equipment helfen, die derzeit unterversorgt sind. Ein zweiter wichtiger Punkt ist auch schon von den Autorinnen und Autoren der Studie genannt worden, dass wir unsere Kapazitäten auch für die Behandlung von schwer und Schwersterkrankten auch zur Verfügung stellen, solange wir diese Kapazitäten selber nicht benötigen. Das sind vor allem auch konkrete Angebote in den Grenzregionen Deutschland-Frankreich, da haben wir uns drum gekümmert, jetzt auch konkrete Angebote gegenüber Italien. Mein eigener Landkreis in der Mitte Deutschlands gelegen hat jetzt gesagt, wir stellen unsere Intensivbetten zur Verfügung in den kommunalen Kliniken. Das stößt aber auch auf Vorbehalte in der Bevölkerung, weil viele sagen, was haben die Italiener bei uns zu schaffen? Wir brauchen doch diese Intensivbetten eigentlich für uns selber.
Ein drittes Beispiel, was ich konkret benennen möchte, da ist auch mein Ministerium mit betraut, ist, dass wir bei der Rückholung von unseren Bürgerinnen und Bürgern uns unterhaken. Also dass Deutschland nimmt zum Beispiel auf den Flügen aus aller Welt auch Bürgerinnen und Bürger anderer Länder mit. Oder wir gehen arbeitsteilig vor. In einigen Ländern wird die Rückholung zum Beispiel nur von unseren französischen Partnern übernommen. Und in anderen Ländern übernehmen wir es komplett und nehmen dann auch die französischen Bürgerinnen und Bürger mit oder auch Bürgerinnen und Bürger aus Staaten, die selber keine eigenen Kapazitäten haben. Also das waren mal drei konkrete Beispiele. Und ich habe eben gerade auch mit meinen belgischen Kollegen telefoniert, um einfach mal zu fragen, was tut ihr jetzt eigentlich in der Krise? Und es war für mich beruhigend zu wissen, dass unsere Partner teilweise ähnliche Maßnahmen ergreifen wie wir. Also Kurzarbeitsregelungen, die werden zwar überall anders genannt, große Investitionspakete mit Krediten und mit konkreten Zuschüssen, gerade auch für kleinere Betriebe und für Solo-Selbstständige. Wir sollen ja nicht immer den Eindruck erwecken, als wissen wir alles besser als andere. Also Austausch ist jetzt ganz, ganz wichtig. Oder ich habe gerade mit an der tschechisch-deutschen Grenze mit massiven Problemen zu tun, weil die tschechische Regierung eine Entscheidung getroffen hat, die es Berufspendlerinnen und Berufspendlern überwiegend aus Sachsen oder auch aus Bayern sehr, sehr schwer macht. Das müssen wir lösen, diese Probleme, weil in einem Europa, wo Grenzen eine immer geringere Rolle gespielt haben, ist es jetzt tragisch zu sehen, dass die neuen Grenzen oder auch die alten Grenzen, die jetzt wieder emporgehoben oder hochgezogen werden, eben auch zu massiven Belastungen führen. Andererseits ist es auch wieder hoffnungsvoll, weil wir alle spüren, dass Dinge, die uns selbstverständlich gewesen sind, eben doch keine Selbstverständlichkeit sind. Also das grenzüberschreitende Arbeiten und Leben und der Austausch. Und Deutschland liegt nun mal in der Mitte Europas. Wir sind von neuen Partnern umgeben. Wir profitieren massiv davon, dass unsere Grenzen geöffnet sind und dass sie auch geöffnet bleiben. Also, wir haben viel zu tun momentan und ich hoffe auch, dass die EU-Institutionen das gut hinbekommen. Wie gesagt, über den Rat kriegen wir das noch über Videokonferenzen hin. Viel schwieriger wird es mit dem Europäischen Parlament. Die Abgeordneten kommen aus allen europäischen Ländern, aber da, wo es keine Flüge gibt und wo es keine Zugverbindungen gibt und wo es auch keine anderen Möglichkeiten gibt, nach Brüssel zu kommen oder nach Straßburg zu kommen, wird die Handlungsfähigkeit unserer Europäischen Union derzeit massiv auf die Probe gestellt. Okay, dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen, Herr Roth. Vielen, vielen Dank auch an alle Fragesteller. Also wir werden nachher gleich versuchen, so viele wie möglich davon zu beantworten. Übrigens gibt es auch einen Hashtag für diese aktuelle Diskussion, und zwar ist das EU2020.de, falls Sie auf Twitter auch diskutieren wollen. Aber zunächst mal wollen wir zum nächsten Gast kommen. Das ist Dr. Franziska Brandner. Sie ist seit 2013 Mitglied im Deutschen Bundestag, seit dieser Legislaturperiode Sprecherin für Europapolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, und hat davor, bevor sie im Bundestag war, 4 Jahre als Europaabgeordnete gearbeitet. Wir freuen uns jetzt auf Ihre Einschätzung, Frau Brandner. Und Sie können gerne auf das Vorhergesagte auch schon eingehen. Wir können das aber auch gerne dann später in der Diskussion machen, wie Sie möchten. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, hier auch jetzt online Beitrag geben zu dürfen. Und herzlichen Dank für die Studie. Das ist ja ein Update und ich glaube, das ist auch gut, dass man solche Fragen regelmäßig stellt und dann eben auch sehen kann, wie sich etwas über die Zeit entwickelt. Mir geht es ein bisschen wie Michael Roth. Es hat mich jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, also dass in dem Europawahljahr mehr Aufmerksamkeit darauf war. Das war, glaube ich, abzusehen. Es ist, finde ich, trotzdem, hat es mich sehr gefreut zu sehen, wie groß die Unterstützung dann trotz allem ist. Und auch, ja, es gibt einen hauchdünne Mehrheit immer noch für einen größeren europäischen, also deutschen Beitrag zum europäischen Haushalt, aber er ist da. Und wenn man dann eben nach einzelnen spezifischen Themen fragt, wird er ja auch sofort wieder größer. Also wenn es dann um Innovation geht, Zusammenhalt, Klima, Umwelt, steigt ja auch sofort wieder die Bereitschaft. Das ist, glaube ich, eine, war schon bei der letzten Studie so, aber jetzt auch ganz klare Aussage, dass
man begeistern kann für konkrete Politikbereiche und gemeinsame Aufgaben. Das ist aber national, ehrlich gesagt, auch jetzt ja nicht so wahnsinnig viel anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir sehr große Sorgen gerade mache in der Corona-Krise. Wir haben heute Morgen die Debatte im Bundestag gehabt. Olaf Scholz hat gesagt, wir können es uns leisten, heute dieses riesige Milliardenpaket zu beschließen. Hunderte Milliarden, das ist ja wahnsinnig viel Geld. Ohne die Frage zu beantworten, was passiert eigentlich mit den Partnerländern, die es sich vielleicht nicht leisten können. Und auch dieser Diskurs in Deutschland, der jetzt kommt nach dem Motto, so, wir haben ja uns so, wir waren ja die Guten, wir haben ja jetzt verstanden, wie es geht, deswegen können wir jetzt so massiv investieren. Ich finde den unerträglich. Wir alle wissen, dass wir uns auch auf, ja, dank der anderen so haben gesund sparen können, weil wir so niedrige Zinsen hatten etc. Das brauche ich hier gar nicht alles zu erzählen. Und so zu tun, als ob das jetzt alles nur der Fleiß der Deutschen gewesen wäre und gar nichts mit den anderen Europäern zu tun hätte. Dass die Sparpolitik nichts mit deren Gesundheitssystem heute zu tun hat. Das einfach komplett auszublenden und hunderte Milliarden heute für Deutschland zu beschließen und nichts für Europa. Und gleichzeitig bei dem Brief, den der französische Präsident, italienische, griechische, spanische, slowenische, luxemburgische, belgische, irische, die geschrieben haben an den Rat, die gesagt haben, wir können es nicht an der Europäischen Zentralbank überlassen, wir brauchen jetzt eine fiskalische gemeinsame Antwort, dass da Deutschland heute nicht mit dabei ist, ich verstehe es nicht. Ich finde es einfach so falsch. Es ist einfach der falsche Weg. Es ist wieder too little, too late, national gedacht. Und es ist nicht in unserem eigenen deutschen Interesse. Ich sage mal, wenn diese Länder krachen und wir sehen das, was gerade in Italien passiert, wir sehen, dass dass chinesische Unternehmen, Investoren auf Shoppingtour sind. Ja, wenn wir nicht aus der 2008er Krise gelernt haben, ich weiß nicht, was eigentlich noch passieren soll. Und mich besorgt es wirklich, dass wir hier es noch nicht geschafft haben. Ich hoffe alles, auch Michael, dass ihr jetzt da wirklich mitgeht, dass ihr da jetzt die europäische Kurve kriegt und wir da jetzt schnell genügend und ausreichend handeln und europäische Solidarität zeigen. Ich sage mal, wir gucken noch alle zurück auf die Finanzkrise und ärgern uns heute darüber, dass die griechischen Häfen, die portugiesischen, dass die alle in chinesischer Hand sind. Wenn nach der Corona-Krise die vorherigen gesunden italienischen Unternehmen alle in chinesischer Hand sind, dann haben wir doch wahnsinnige Verschiebungen an Geopolitik, die uns doch hier allen nicht gefallen können und die doch alle nicht im deutschen Interesse sind. Von daher, ich hoffe und appelliere wirklich daran, dass sich jetzt auch Deutschland hier solidarisch zeigt. Es ist in unserem ureigensten Interesse, hier jetzt gemeinsam zu helfen und sich diesem Brief anzuschließen, andere Maßnahmen zu ergreifen. Ich glaube, sonst brauchen wir über Ratspräsidentschaften alles gar nicht reden. Mich besorgt das sehr, was in einigen Ländern zirkuliert. Und wie gesagt, ich war sehr dankbar. Ich weiß auch, dass Amélie de Montchalin, auch mit dir zusammen, Michael, dass ihr auch euren Beitrag dazu geleistet hat, dass das jetzt geklappt hat mit den Bundesländern für die Patienten. Da bin ich auch wirklich einfach dankbar dafür. Ich glaube, das war ein richtig und wichtiges Signal, auch was jetzt Sachsen macht, andere Bundesländer. Das ist notwendig, aber am Ende bestehen wir diese Krise nur gemeinsam oder wir bestehen sie nicht. Und das Gleiche gilt übrigens nicht nur fürs Geld, sondern auch, das wurde angesprochen, medizinische Produktionskapazitäten. Viele Länder haben gar nicht solche Produktionskapazitäten. Übrigens auch ganz viele Länder weltweit nicht, nicht nur europäische Länder nicht. Das heißt, wir müssen da jetzt einfach massiv auch in die Produktion, glaube ich, in die Koordination der Produktion gehen. Nicht nur der gemeinsamen Beschaffung, sondern der Produktion. Das sind Schritte, die wir jetzt gemeinsam europäisch gehen müssen. Und ich glaube und ich spüre, dass die Deutschen, also wir sind jetzt alle gerade nur in Webinaren unterwegs, wir haben ja keine öffentlichen Veranstaltungen groß mehr, aber in Webinaren viel und ich nutze das wirklich gerade sehr aktiv, weil ich auch nicht daran glaube, dass wir weniger Kontakt zueinander brauchen, sondern mehr. Ich habe den Eindruck, dass alle sagen, wir müssen das jetzt alles gemeinsam bestehen. Du hast es gesagt, Michael, der Coronavirus hat keine Nationalität und deswegen können wir das auch nur gemeinsam bekämpfen. So viel vielleicht zu mir. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir das jetzt angehen. Und ein letzter Gedanke, weil das angesprochen wurde, es kam auch eine Rückfrage vorhin mit Blick auf soziale Spaltung.
Und da wurde schon die letzte Krise angesprochen und dann hat, ich weiß nicht, wer es nochmal gesagt hat, dass wir jetzt natürlich in der Corona-Krise aufpassen müssen. Ich habe den Eindruck, dass wir da gerade sehr ein gutes Sensorium dafür alle gemeinsam entwickelt haben, dass diese Krise jetzt nicht zulasten der Schwächsten gehen darf. Da bin ich auch der Regierung heute dankbar, dass das Paket da auch viele mit eingeschlossen hat, die vielleicht in vorherigen Krisen nicht unbedingt bedacht geworden wären. Ich glaube, das müssen wir, wie gesagt, europaweit hinbekommen. Es darf uns nicht nochmal eine zweite Krise geben, wo die Menschen den Eindruck haben, die da oben werden gerettet, Lufthansa wird gerettet, EasyJet wird gerettet und mein Blumenladen geht zu. Das wäre wirklich gefährlich für die Demokratie. Das darf einfach nicht passieren. Vielen Dank, Frau Brandner, für diese Einschätzung. Sie haben gesagt, Deutschland muss sich jetzt solidarisch zeigen. Wie genau kann das aussehen? Hey, es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen. Wir wissen alle, dass es ein politisches, fiskalpolitisches Zeichen braucht. Es reicht nicht, auf Geldpolitik zu setzen, sage ich mal im Sinne von der EZB. Wir haben mehrere Wege vorgeschlagen. Man kann es entweder über eine vorsorgliche Kreditlinie bei dem ESM machen. Wir können Corona-Bonds machen. Wir könnten als Deutsche schon mal anfangen mit unserer Kredit, mit der KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, die eine Partnerbank in Italien hat. Das hat man 2014 erfolgreich gemacht. Wir können jetzt sofort anfangen. Wir haben Milliarden heute freigegeben. Da sind Reserve drin. Wir haben vorgeschlagen, 1 Milliarde jetzt als sozusagen als Anfang einfach mit der KfW, Anfang mit der italienischen Partnerbank einfach jetzt Signale setzen, anfangen, europäisch solidarisch zu sein. Morgen trifft sich der Europäische Rat. Es gibt diesen Brief der Staatschefs, ich habe ihn erwähnt, der auch diese Themen auf den Tisch legt. Ich finde, da müsste sich jetzt Deutschland dringend einfach anschließen. Vielen Dank, Frau Brandner. Wir holen Sie gleich wieder dazu und kommen jetzt erstmal zu Thomas Westphal. Ich bin sehr gespannt, was er darauf antworten wird. Er leitet seit 2012 die Europaabteilung des Bundesministeriums der Finanzen und hat auf deutscher Seite den Aufbau der europäischen Rettungsschirme und die Hilfsprogramme unter anderem für Griechenland oder Irland mitbegleitet. Herr Roth, was sagen Sie zu der Studie und zu dem bereits Gesagten? Ja, Westphal, hallo Frau Stein. Ich weiß nicht, ob Sie mich sehen und hören können. So wunderbar. Besser? Sie auch. Prima. Ja, ich danke Ihnen sehr für die Einladung. Ich finde das toll, dass Sie es so spontan organisiert haben, aus so einem Seminar, so ein Webinar zu machen. Herr Roth hat es ja schon angesprochen. Wir haben das in der politischen Landschaft inzwischen auch flächendeckend. Wir hatten gestern Abend gerade eine Videokonferenz der 19 Europa, der Euro-Finanzminister. Und mein täglicher Arbeitsrhythmus spielt sich auch in solchen Rahmen inzwischen ab. Das ist ganz spannend und neu und vielleicht wird das ja sogar Auswirkungen haben auf unsere Ratspräsidentschaft. Herr Roth hat das auch schon ein bisschen angesprochen. Ich habe die Studie gelesen. Vielen Dank dafür. Das ist sehr interessant. Was ich besonders interessant finde, ist dabei, dass hier eine Zeitreihe entsteht. Die ist zwar jetzt noch kurz, weil das gerade das zweite Jahr ist, aber das ist natürlich hochinteressant im Zeitablauf zu verfolgen, wie sich solche Meinungen und solche Haltungen in der Bevölkerung entwickeln. Ich finde auch sehr gut, dass diese Umfrage sich eben auf Europa stützt und stürzt. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland, in unserem Land eine sehr viel tiefergehende Diskussion über Europa. Und zwar wirklich ein bisschen mehr als dieses oberflächliche, brauchen wir da jetzt mehr Europa, ja oder nein. Das hat ja alles konkrete Auswirkungen. Und das sehen wir heute bei der Corona-Krise. Wir sehen das bei Migration. Wir sehen das bei Sicherheitsfragen und bei vielen anderen Dingen. Ich finde das auch eine hochspannende Frage, sich damit zu befassen, wie die Erwartungen an Deutschland eigentlich von der eigenen Bevölkerung reflektiert werden. Ich glaube, das ist etwas, was sich auch, sagen wir mal, für politische Diskussionen absolut eignet und das wir weiter führen müssen. Denn dass die Erwartungen in Europa, in unserem Land riesig sind, ist klar. Wir müssen das sozusagen sehen, dass wir das unserer Bevölkerung und auch Teilen unserer politischen Klasse noch, glaube ich, noch näher bringen. Sie haben mir heute drei Personen eingeladen, die sich, glaube ich, alle über Europa und über die Bedeutung von Europa ziemlich einig sind. Das macht es etwas einfacher. Ich möchte vielleicht zu der Rolle Deutschland noch auf eine ganz feste Schiene hinweisen, die wir
immer wieder fahren, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Das ist die deutsch-französische Schiene. Ich hatte eigentlich erwartet, Frau Brandner, dass Sie da was zu sagen, weil ich weiß, dass Sie da sehr, sehr aktiv sind. Das ist eine Zusammenarbeit, die wir in allen Ministerien der ganzen Bundesregierung schon immer und aus sehr gutem Grund pflegen. Und hier haben wir natürlich zwei Länder, die nicht nur mit Europa, sondern überhaupt mit Erwartungen ihrer eigenen Bevölkerung und mit politischen Antworten sehr unterschiedlich umgehen. Das sind einfach auch sehr unterschiedliche Politikstile. Da können die beiden Abgeordneten viel mehr zu sagen als ich. Die Präsidentschaft ist natürlich ein Thema, was uns im europapolitischen Bereich in der Bundesregierung sehr, sehr stark im Moment beschäftigt. Wir haben, oder ich habe so ein bisschen den Eindruck, es könnte sein, dass wir demnächst ein bisschen massiv umdenken müssen, weil uns eben im Moment die Zusammenarbeitsformen des direkten Treffens ja komplett fehlen. Da müssen wir mal sehen, wie lange das aufrechtzuerhalten ist. Wir hoffen natürlich weiterhin, dass wir dann unsere normalen Treffen, wie geplant, am Juli wieder durchführen können. Ich kann Herrn Roth nur zustimmen, der ganz am Anfang sagte, man muss da auch ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben. Er hat gesagt, dass das damit zusammenhängt, dass wir nicht in einem halben Jahr ganz Europa vom Kopf auf die Füße oder vielleicht auch nur einfach neu ausrichten können. Ich füge noch hinzu, dass Deutschland zwar in den Ratsgremien, das heißt bei uns im Finanzministerrat, bei Herrn Roth im Außenministerrat, im Allgemeinen Rat, was wir sonst noch für Formationen haben, den Vorsitz übernehmen. Aber es gibt inzwischen auch eine Menge Strukturen in Europa, die eben nicht mehr sechsmonatlich im Vorsitz wechseln. Und dazu gehört zum Beispiel bei den Finanzministern die Eurogruppe, von der ich eben schon sprach. Wir haben da einen auf 2,5 Jahre gewählten Dauervorsitz. Also der wird jetzt Deutschland ab Juli sicherlich öfter mal fragen, wie die Ratspräsidentschaft das so sieht. Aber wir werden dort nicht den Vorsitz haben. Auch die Bundeskanzlerin hat nicht den Vorsitz ab Juli im Europäischen Rat, sondern auch dort gibt es einen permanenten Vorsitz. Das hat natürlich einen guten Grund. Das geht einfach darum, Europapolitik zu verstetigen. Denn natürlich ist so ein halbjähriger Wechsel so einer gesamten Vorsitzmannschaft auch nicht etwas, was tendenziell zur Stabilität, zur Kontinuität unbedingt beiträgt. Also insofern, ich glaube, Deutschland kann hier eine Rolle für Europa spielen und diese Präsidentschaft wollen wir sehr aktiv angehen. Das wird in allen Ministerien geplant und das Auswärtige Amt führt das zusammen. Wir koordinieren uns, wir sprechen uns sehr eng ab. Und wir freuen uns eigentlich auf diese Präsidentschaft. Das ist eine große Herausforderung, aber in meiner Erfahrung mit den vorangegangenen Präsidentschaften ist es auch immer eine grandios gute Gelegenheit, europäische Themen in unserem eigenen Land zu thematisieren, weil einfach das Wort Europa dauernd vorkommen wird. Wir werden sehen, dass unsere Politiker Nachratstagungen, Vorratstagungen, Währendratstagungen eine andere Rolle übernehmen. Und daraus folgt eben auch die Möglichkeit, in unserem eigenen Land die Aufmerksamkeit auf all diese super spannenden Themen zu richten. Ich möchte den mehrjährigen Finanzrahmen ansprechen, weil der sowohl in Ihrer Studie, auch in der Präsentation der Studie und auch in dem, was Herr Roth und Frau Brandner gesagt haben, eine Rolle spielte. Ich gucke jetzt mal aus dem Finanzministerium darauf. Wir haben ja mit dem Haushalt hier öfter was zu tun. So ein Haushalt kann so ein abschreckendes Zahlenwerk sein, muss es aber nicht. Denn man kann auf den Haushalt ja auch einfach so blicken, dass hier einfach die finanziellen Strukturen bereitgestellt werden, um Politikbereiche mit Leben zu füllen, um das umzusetzen, was politisch vereinbart und beraten wurde. Und ich glaube, da ist der europäische Haushalt ein ganz spezieller. Aus verschiedener Sicht ist sehr speziell, aber ich greife einfach nur mal einen Punkt heraus. Wir sind in Europa ja alle zusammen, nicht weil wir alle, sagen wir mal, ein europäisches Schulsystem haben oder weil wir andere Dinge, sagen wir mal, einen Polizeiapparat zusammen haben oder all diese staatlichen Aufgaben, die werden ja im Wesentlichen nach wie vor national gemacht. Wir sind in Europa, glaube ich, deswegen zusammen, das ist zumindest Grund auch meiner Überzeugung,
weil wir bestimmte Dinge als europäische Länder nicht mehr alleine hinkriegen. Wir können in dieser globalisierten und internationalen Welt auch als großes Land Deutschland keine beeindruckende Rolle mehr spielen, wenn es zum Beispiel um Themen wie Klimaschutz oder meinetwegen Handelsabkommen oder so geht, sondern wir können das nur noch zusammen. Es kommt hinzu, dass wir inzwischen entdeckt haben, es gibt auch wirklich Dinge, die wir als einzelnes Land sowieso gar nicht mehr machen können. Wir haben einen Schengen-Raum, in dem sich die Bürger frei bewegen können. Wir haben eigentlich keine Grenzkontrollen. Und dann stellen wir fest, wer schützt denn jetzt eigentlich die Außengrenze? Das können wir ja nicht den Ländern überlassen, die zufällig da an der Außengrenze ihr Plätzchen haben. Sondern das ist dann natürlich in dem Moment, wo wir in diesem Raum die Grenzen abschaffen, ist das eine Aufgabe für die Gemeinschaft zusammen. Das heißt, wir können diese Außengrenzen nur noch zusammen schützen. Fragen wie Cyber Security, überhaupt Verteidigungsbereitschaft, Umweltschutz und so weiter, sind ja andere Beispiele. Also die Ökonomen nennen das inzwischen, dass wir bestimmte öffentliche Güter nur noch europäisch bereitstellen können. Das sind sozusagen Güter oder Dienstleistungen, die wir unseren Bürgern bereitstellen wollen, die wir aber gar nicht mehr alleine als Nationalstaat hinkriegen. Und das zu transportieren, da muss sich, glaube ich, die europäische Politik darauf konzentrieren. Das ist ja von Frau Brandner und von Herrn Roth auch schon angesprochen worden. Und die Studie hat ja auch einige Bereiche da hervorgehoben. Und der Haushalt muss sich eben auch auf diese Dinge konzentrieren, wenn er die Rolle spielen will, die er spielen soll. Das heißt, genau diese Schwerpunkte europäischer Politik zu transportieren. Und da, das ist genau der Ansatz, den wir in der Bundesregierung, auch hier insbesondere im Finanzministerium, aber in sehr enger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt seit langer Zeit fahren. Und so genau genommen führen wir auch die Diskussion über diesen mehrjährigen Finanzrahmen, also über den europäischen Haushalt in den nächsten 7 Jahren. Wir wollen uns fragen, wofür wollen wir hier das Steuerzahlergeld einsetzen auf europäischer Ebene? Und das heißt, wir führen eine inhaltliche Frage über die Struktur dieses Haushaltes. So, und das ist die interessante Thematik bei diesem europäischen Haushalt. Es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass es natürlich auch ein gewisses Beharrungsvermögen gibt. Da ist einiges an Geld ausgegeben worden. Wir haben heute Länder, die kriegen jedes Jahr aus diesem Haushalt, der ja eigentlich gar nicht so groß ist, trotzdem ungefähr 2% ihrer gesamten jährlichen Wirtschaftsleistung jährlich aus diesem Haushalt überwiesen. Für diese Länder geht es um viel. Die versuchen teilweise, dieses Geld für sich zu sichern. Da muss man sich, glaube ich, dann die Frage in der Diskussion gefallen lassen, ob das mit den Schwerpunkten, so wie man sie in Europa heute setzen sollte, immer übereinstimmt. Und darum ringen wir in dieser Frage um den europäischen Haushalt. Das heißt, die Höhe ist natürlich wichtig, weil man muss ja diesen Haushalt irgendwo dann auch zu Hause rechtfertigen können. Man muss ihn ja vertreten können bei den Bürgern, die da rein einzahlen, nämlich eigentlich bei allen. Aber das fällt natürlich leichter, einen Haushalt und manchmal auch einen höheren Haushalt zu rechtfertigen, wenn man tatsächlich sagen kann, ja, wir haben es geschafft, diesen Haushalt auf die neuen Ziele auszurichten. Und das ist so, wie wir diese Diskussion in Brüssel führen. Und ich glaube, das ist eine sehr europäische Herangehensweise. Und ich würde es dabei mal lassen. Vielen Dank. Wunderbar, dann komme ich mal wieder dazu. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen. Wir können auch gerne von Seiten der Regie schon mal alle anderen, die Studienautoren und die anderen Gäste dazu holen. Aber Herr Westphal, noch mal kurz die Frage an Sie. Frau Brandner hat das gerade gesagt, Stichwort Solidarität. Es gibt jetzt bestimmte Pakete, die Deutschland schnürt, die können sich andere Länder nicht leisten. Welche Aufgabe kommt denn da konkret auf die EU und auch Deutschland vielleicht auch zu? Na, also ich glaube, was wir da heute im Bundestag beraten, ist absolut einmalig. Sowas hat es bei uns noch nie gegeben. Es gibt im Übrigen fast gleichlautende Meldungen aus Frankreich, aus Italien, aus Spanien. Wir haben diese nationalen Anstrengungen, die gleichzeitig koordiniert werden. Das heute im Bundestag ist, bedeutet das ja nicht, dass das vorher nicht
zum Beispiel im Kreise der Finanzminister, aber sicherlich auch bei Herrn Roth, bei den Außenministern, koordiniert wurde. Das heißt, man hat darüber gesprochen, was machst du, was mache ich, wie passt das zusammen? Denn wir haben natürlich alle bei dem grenzüberschreitenden Handel und bei auch Grenzverkehr, wo ja Bürger täglich im Moment nicht mehr, aber normalerweise die Grenze überkreuzen, eine hohe Interdependenz dieser Sachen. Wir haben diese Dinge koordiniert, auch mit der Europäischen Kommission. Und da gibt es zum Beispiel bei der Europäischen Kommission inzwischen sehr interessante Beschlüsse. Sie hat das Wettbewerbsrecht an entscheidenden Stellen jetzt in dieser Krise als Reaktion flexibilisiert, damit viele von diesen unterstützenden Maßnahmen für Unternehmen und für Bürger, die jetzt da beschlossen werden und worden sind, überhaupt europarechtlich gehen. Da ist also eine enge Zusammenarbeit auch mit der Kommission passiert und das wird auch fortgesetzt. Und einen anderen Punkt, den Frau Brandner angesprochen hat, haben wir gestern Abend bei den Finanzministern der Eurozone, bei den 19 Ministern besprochen. Ganz kurz bitte. Ja, ganz kurz. Dabei geht es um diesen europäischen Stabilisierungsmechanismus ESM, den wir in der letzten Krise eingerichtet haben. Dort wird es jetzt Kreditlinien geben, auf die Mitgliedstaaten, die das für nötig halten, zugreifen können unter erleichterten Bedingungen. Okay, wunderbar. Also ich werde jetzt gleich versuchen, so viele Fragen wie möglich, die uns die Zuhörer und Zuhörerinnen gestellt haben, zu stellen an Sie. Aber wenn Sie auf das Vorhergesagte eingehen möchten, dann zeigen Sie gerne auf, melden Sie sich. Also wir freuen uns natürlich auch über eine lebhafte Debatte auch in diesem Format. Und Frau Pütz möchte gerne direkt was sagen. Wir hören Sie gerade nicht. Könnten Sie einmal den Ton anstellen? Ja. Bin ich jetzt zu hören? Ja. Ich würde gerne auf das eingehen, was Herr Roth und Herr Westphal sagten mit den Erwartungen und dem Erwartungsmanagement. Das ist natürlich richtig, dass wir keine zu hohen Erwartungen wecken dürfen, weil daraus Enttäuschung entsteht. Und es ist auch klar, dass die EU-Ratspräsidentschaft nur 6 Monate lang ist und Deutschland dadurch auch keine weitreichenden Kompetenzen erlangt und alle Entscheidungen weiterhin durch alle Mitgliedsländer und die Institutionen wie das Europäische Parlament gefällt werden. Aber dennoch kann man sagen, dass Deutschland einerseits durch die Funktion selbst eine wichtige Agenda-Setting-Funktion hat. Es kann Themen auf die Tagesordnung setzen. Und zweitens ist Deutschland allein dadurch, dass es das größte Land ist, sehr gewichtig und kann dadurch sein Gewicht geltend machen in dieser Zeit. Und deshalb denke ich, ist es schon wichtig, dass man nochmal, also diese Erwartung an die deutsche Bundesregierung doch konkret formuliert. Denn nur wenn Deutschland sich selbst ambitionierte Ziele setzt, kann es auch ambitionierte Ziele erreichen. Und hier muss man ja auch noch mal sehen, dass Frankreich im ersten Halbjahr 2022 die EU-Ratspräsidentschaft hat. Und wenn man jetzt hier koordiniert vorgehen würde in der deutsch-französischen Partnerschaft, dann könnte man sich ja auch größere Projekte vornehmen und versuchen, die in diesem Zeitrahmen anzugehen. Und natürlich, Herr Roth, sind solche Sachen wie Rechtsstaatlichkeit und Asylpolitik extrem dicke Bretter und wir haben auch nicht gesagt, dass Deutschland das da Lösungen finden kann, aber doch versuchen könnte, diese Themen anzugehen und die erste Bohrung durchzuführen sozusagen. Wir haben auch eine Frage direkt an das Finanzministerium und zwar, wie ist die Position des Finanzministeriums zum Thema Corona-Bonds? Herr Westphal, wollen Sie dazu antworten? Ja, ich hätte vielleicht gedacht, Herr Roth wollte sich zunächst äußern, aber ich kann gerne da mal anfangen. Okay. Sie haben völlig recht, das Agenda-Setting ist etwas, was wir aktiv betreiben können und was wir auch aktiv betreiben werden. Das heißt, in diesen 6 Monaten ist Deutschland aufgefordert, jede einzelne Ratsgruppe, und das sind ja nicht nur die Ministertreffen, das geht ja runter bis zu den Ratsarbeitsgruppen, tatsächlich zu definieren, die Agenda zu setzen, die Meetings einzurufen. So,
Diese Planung hat längst angefangen. Wir sind uns darüber klar, dass man damit natürlich nicht sagen kann, gucke ich mal am 30. Juni, was ich da so drauf tue, sondern das muss man jetzt sagen. Ich möchte einen Punkt noch einführen. Wenn wir dort Rechtstexte beraten wollen, das wollen wir in dieser Präsidentschaft, dann muss man sich darum kümmern, dass diese Rechtstexte dann auch vorliegen. Wir können die selber nicht initiieren, das Parlament kann das auch nicht, das kann ausschließlich die Europäische Kommission. Die ist noch relativ neu im Amt und wir sind jetzt schon von der Bundesregierungsseite ganz massiv mit der Kommission im Gespräch, welche Rechtsetzungsakte sie denn vorlegen kann, sodass wir sie in unserer Ratspräsidentschaft dann weiter beraten können. Das heißt, eigentlich hat die Arbeit der Präsidentschaft heute schon längst angefangen. Aus Finanzministeriumssicht wird Sie jetzt auch nicht überraschen, haben wir eine Menge Steuerpunkte da auf der Agenda, die wir bearbeiten wollen. Wir haben eine Menge Finanzmarktthemen, die wir beraten wollen. Und wir müssen im zweiten Halbjahr des Jahres den EU-Haushalt für das Jahr 2021 beraten. Und zwar im Rat, also mit den anderen Mitgliedstaaten, aber auch mit dem Europäischen Parlament. Das ist eine große Herausforderung, auf die wir uns dann auch vorbereiten. Aber deshalb müssen wir dann sehen, was die Kommission auch dort in den Vorschlag packt. In Anbetracht der Zeit, wenn Sie nicht noch was ganz Wichtiges sagen wollen, wir haben jetzt nämlich noch 9 Minuten für die Diskussion, wenn Sie noch was ganz Wichtiges sagen wollen, dann bitte einen Satz und ansonsten würde ich an Herrn Roth übergeben. Gerne weiter an Herrn Roth. Okay, dann machen wir das so. Herr Roth. Jetzt, wir können Sie leider nicht hören. Können Sie einmal Ihren Ton anschalten, bitte? Ja, na klar. Hören Sie mich jetzt? Ja. Um vielleicht mal mit dem Thema anzufangen, wo viele Pickel bekommen, Corona-Bonds. Sie wissen, dass es eine sehr ideologisierte Debatte war vor etlichen Jahren, als wir versucht haben, mit Gemeinschaftsbonds die Möglichkeiten der Politik auszuweiten, um der Krise zu begegnen. Ich finde, wir sind in einer Situation, wo wir keinen Vorschlag einfach mal so ablehnen dürfen. Das muss alles auf den Tisch. Und insofern hat Franziska Brandner recht und ich glaube, das ist auch die konsequente Haltung von Olaf Scholz und von den anderen Mitgliedern der Bundesregierung. Wir können nun kein Land dafür bestrafen, dass es andere wirtschaftliche und soziale und finanzielle Verhältnisse hat als wir in Deutschland. Corona trifft jeden und trifft derzeit leider mit Italien und Spanien Länder besonders hart, die eben eine andere wirtschaftliche und finanzielle Lage haben. Und ich finde, wir sollten uns vorurteilsfrei, möglichst unideologisch diesen Themen widmen. Den Punkt unserer geschätzten Autorin habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Sie haben eingangs gesagt, also ihr müsst jetzt alles weitermachen und dann kommt noch Corona obendrauf. Also würde Sie einfach bitten, es konkret zu machen. Wo haben Sie den Eindruck, dass wir nicht engagiert genug sind? Ich habe Ihnen deutlich gemacht, wir werden das Konfliktthema Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und der Grundwerte auf die Tagesordnung unserer Präsidentschaft setzen. Wir werden das Thema solidarische und humanitäre Asyl- und Migrationspolitik auf die Tagesordnung setzen. Wir werden den ambitionierten Klimaschutz auf die Tagesordnung setzen. Wir werden endlich sozialpolitische Maßnahmen auf den Weg bringen. Und wir werden Corona auf die Tagesordnung zu setzen haben und am Ende auch, wie schaffen wir es, in einer Welt voller Krisen, Kriege und Konflikte mit einer Stimme zu sprechen, vor allem auch gegenüber den Staaten, die uns spalten wollen. Denn bei aller Dankbarkeit für chinesische und russische Hilfen, ich glaube, die sind nicht nur aus humanitären Gründen da, sondern da gibt es auch Interessen dieser Länder. Und diese Interessen liegen in der Richtung darin, die EU zu stärken. Das wollte ich einfach nur noch mal deutlich machen, dass es also hier eine große Agenda gibt. Und wenn Sie von Frankreich sprechen, also wir haben momentan viel Zeit damit verbracht, aus einer deutschen Ratspräsidentschaft eine erfolgreiche Trio-Präsidentschaft werden zu lassen. Davon haben Sie gar nicht gesprochen. Denn wir werden mit Portugal und mit Slowenien, die uns nachfolgen, die gesamte Agenda besprechen, damit wir auch mehr Kontinuität hineinbekommen. Also wir können nicht warten, bis unsere französischen Freundinnen und Freunde während der französischen Präsidentschaftswahlen wohlgemerkt die Ratspräsidentschaft übernehmen, sondern wir haben unsere Themen abgestimmt mit Portugal und mit Slowenien. Und natürlich werden wir auch die relevanten Dinge weiterhin mit unseren französischen Partnern beackern. Darauf können Sie sich wirklich verlassen.
Ich würde gerne noch mal ein anderes Thema einwerfen, weil uns doch viele Fragen erreicht haben. Und zwar wird gesagt, Corona und Klima beiseite. Was sind die konkreten Überlegungen, den Bruch der Menschen- und Europarechte in Griechenland und an der griechisch-türkischen Grenze zu adressieren? In Klammern Aussetzung des Asylrechts und vieles mehr. Wollen Sie vielleicht ein paar Fragen sammeln? Weil wir haben ja alle nur noch ein bisschen wenig Minuten, wenn Sie sagen, Sie haben so viele Fragen. Ich glaube, dann dauert das Sammeln am Ende mehr Zeit als das Beantworten. Ich glaube, ich würde noch ein paar rannehmen, so wie es die Zeit erlaubt, und würde da jetzt einmal beginnen, ganz gerne mit Gisa. Herr Roth oder Frau Brandner, wollen Sie darauf antworten? Das war ja eine Frage, die an Herrn Roth gestellt war, soweit ich es verstanden habe. Herr Roth? Haben Sie Verstehen Sie mich? Mitbekommen? Also ich glaube, es ging um Asyl- und Migrationspolitik. Also erstmal gehören wir zu den Ländern, die nach wie vor zu unseren Zusagen stehen. Das heißt, wir wollen jetzt möglichst rasch ein Kontingent von Flüchtlingskindern von den griechischen Inseln nach Deutschland holen, gemeinsam mit anderen europäischen Staaten. Das ist natürlich derzeit noch schwieriger geworden, weil beispielsweise der UNHCR seine Arbeit weitgehend eingestellt hat. Und ich stimme allen zu, die fordern, dass innerhalb der Europäischen Union natürlich auch an den EU-Außengrenzen unsere völkerrechtlichen Prinzipien verpflichtend eingehalten werden, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Humanität eingehalten werden. Und es ist vor allem auch Aufgabe der Kommission als Hüterin der Verträge auch darauf zu achten. Wir dürfen aber auch diejenigen jetzt nicht allein lassen, wie unsere griechischen Partner, die dort mit einer ganz besonderen Situation, mit einer tragischen Situation tun haben. Umso mehr verhandeln wir jetzt auch in den vergangenen Wochen mit der Türkei, dass wir weiterhin die Möglichkeit haben, die Lage der 4 Millionen Geflüchteten in der Türkei zu verbessern durch konkrete Investitionen in Schule, Qualifizierung, Arbeit, medizinische Versorgung und Unterkünfte. Und dazu ist die EU auch weiterhin bereit. Und da wird auch Deutschland einen angemessenen Beitrag zu leisten. Aber Sie wissen selber alle, was für ein Spalterthema alles ist, was mit Migration, mit Flüchtlingsverteilung und mit Migration zu tun hat. Das ist sehr, sehr traurig, aber ich würde mich freuen, wenn es uns gelänge, mehr Staaten zu ermutigen, in der EU ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Stichwort Krise als Chance. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass der große Geldsegen auch dem progressiven Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft dient, in Klammern Klimakrise? Wer möchte antworten? Das geht ja an die Bundesregierung. Also ich glaube, es ist ein Thema, was nicht nur die Regierung betrifft, sondern was uns alle auch interessiert. Natürlich geht es jetzt erst einmal ums nackte Überleben. Ich glaube, vielen ist überhaupt nicht klar, in welch dramatischen Lage sich viele Betriebe, vor allem auch kleinere Betriebe, befinden. Aber wenn ich auch mal an die Lage von großen international vernetzten Unternehmen denke, mit 100.000 von Arbeitsplätzen, dann erfüllt mich das mit großer Sorge. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Es muss bei der Gewährung von Mitteln immer auch darum gehen, dass wir unsere Wirtschaft zukunftssicher machen und dass wir sie umbauen für diesen sozial-ökologischen Umbau. Aber jetzt geht es erstmal ganz konkret darum, dass Arbeitsplätze gesichert werden, dass Betriebe ihre Arbeit fortsetzen können, dass vor allem auch kleine Betriebe, Solo-Selbstständige, nicht in die Insolvenz gehen müssen. Aber in einem zweiten Schritt und einem dritten Schritt wird es dann natürlich auch nötig sein, und da bin ich ja wieder beim europäischen Geld, dass wir dabei mithelfen, dass dieser Wandel auch gelingen kann. Und das tun wir zum Beispiel über den mehrjährigen Finanzrahmen. 25% der EU-Ausgaben, das ist unser Ziel jedenfalls, 25% der EU-Ausgaben sollen gekoppelt werden an den Klimaschutz, und in der Agrarpolitik sollen es sogar 40% sein. Das heißt, mit diesen Geldern, die wir investieren, bauen wir unsere Wirtschaft, bauen wir unsere Gesellschaften um und machen sie resistenter gegen Krisen und machen deutlich, dass die Europäische Union als hochindustrialisierte Region Klimaschutz, Arbeit und sozialen Zusammenhalt verknüpfen kann. Vielleicht kann ich darauf auch noch kurz reagieren. Unbedingt. Also
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir natürlich jetzt die aktuellen Strukturen erstmal stabilisieren. Das ist dieses Gebot der Stunde. Und dann geht es aber natürlich darum, dass wir, wenn es um die Wiederankurbelung der Wirtschaft geht, also nicht nur um die Stabilisierung, sondern Wiederankurbelung, dass wir dann nicht wieder eine Abwrackprämie haben, ja, sondern dass wir dann die Gelder auch wirklich sinnvoll nutzen, um den Wandel auch klimaneutral dann zu gestalten. Ich glaube, das wird eine große Aufgabe sein. Das ist das eine, wohin fließt das Geld? Und das zweite wird auch sein, natürlich die Gesetzesvorlagen, die jetzt von der Kommission kommen. Herr Westphal, Sie haben es angedeutet, da ist ja mit Blick auf den Green Deal einiges in der Pipeline, Kreislaufwirtschaft, tolle Vorschläge, dass es dann nicht heißt, sorry, dafür brauchen wir jetzt erstmal 5 Jahre Pause, bevor wir uns dem wieder zuwidmen können. Das wäre falsch. Von daher geht es darum, wohin geht's Geld, was passiert mit den Regeln, vielleicht macht man andere Übergangsfristen oder federt es anders ab, aber ich glaube, diese Debatte werden wir bekommen. Jetzt ist natürlich erstmal die Stunde überhaupt zu stabilisieren und zu gucken, dass uns nicht alles zusammenkracht. Und mit Blick auf den Haushalt, das Europäische Parlament wäre ja gerne noch weitergegangen, nicht nur 25%. Und es gab ja auch 9 Mitgliedstaaten, die gesagt haben, 30% plus noch 10% für den Artenvielfalt. Leider war da Deutschland nur für 25%. Eigentlich könnte der Anteil höher sein und müsste er auch sein. Aber das ist ja Teil der Verhandlungspunkte, die im MFR unter auch deutscher Ratspräsidentschaft am Ende noch geführt werden. Vielleicht schließt sich Deutschland ja schon den progressiveren Ländern noch an. Es gibt noch eine Frage zum Green New Deal. Was sind die Auswirkungen auf den Green Deal im Zusammenhang mit der aktuellen Lage? Was glauben Sie? Ich glaube, es ist offen. Also man kann es ja auch als große Chance momentan sehen, dass viel in Bewegung kommt, viel passiert und möglich ist, was man vorher nicht für möglich erachtet hat. Also ich sage mal nur kleine Beispiele, wie viel wir jetzt alles online machen, was alles an weniger an Flügen auf einmal möglich ist. Ich glaube, man wird nicht jegliches gemeinsames Zusammentreffen ersetzen können, aber eben doch vieles, was früher ganz automatisch hat man sich ins Flieger gesetzt etc. Das heißt, es kann auch sein, dass wir viel mitnehmen können, auch an Energie, an Kreativität, an Solidarität. Es kann sein, dass es in die andere Richtung geht. Ich finde, es ist wirklich offen. Ich finde, wir haben da alle Chance noch, dass wir aus dieser Krise gestärkt hervorgehen als Europäer und vielleicht sogar noch damit auch am Ende dem Klima noch einen Beitrag auch leisten. Das ist für mich offen und das liegt an uns, an Ihnen, allen, die zuschauen, die mit dabei sind, wo wir am Ende landen. Und das wird all unsere Kraft brauchen, dass wir am Ende bei einer Demokratie bleiben, parlamentarischer Demokratie mit allen Kontrollrechten und nicht à la Orban das Parlament de facto herausnehmen. Und dass wir am Ende solidarisch europäisch weiterbleiben und ob wir auch das Klima ernst nehmen. Das ist alles offen, aber alles möglich. Das war schon ein wunderbares Schlusswort. Ich würde ganz gerne allen nochmal die Möglichkeit geben, was zu sagen und zunächst mit den Autoren starten und das auch noch mit einer Frage verbinden, die vielleicht etwas spezieller ist. Auf welchem Platz der Themenprioritäten landet die Zusammenarbeit mit Afrika, die Entwicklungszusammenarbeit? Also ich muss jetzt. Ich muss Wollen auch wir Herrn Roth dann seinen Schlusskommentar als erstes eingestehen, ja, bevor er geht? Bitte, Herr Roth. Das finde ich erstmal sehr nett, aber wir müssen alle zu den Abstimmungen im Bundestag. Und da ich zu Fuß gehe, weiß ich nicht, wie lange ich brauche. Also erstmal vielen herzlichen Dank. Und ich möchte gerne für eines auch werben. Wir sollten über die Ratspräsidentschaft nicht nur technisch reden. Ich glaube, vielen ist klar, wir werden Europa nicht grundlegend verändern. Aber ich sehe durchaus auch eine Chance, dass wir in diesen 6 Monaten einfach auch Europa noch viel stärker auch in unsere innenpolitischen Debatten tragen können. Weil wir doch auch alle, auch anhand Ihrer Studie gemerkt haben, bei den großen Themen der Zeit, Klima, Migration, Entwicklungszusammenarbeit, Kampf gegen die Armut, Kampf für mehr Frieden in der Welt,
Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Bei all diesen Fragen geht es nicht mit einem schwachen, handlungsunfähigen Europa. Und wenn wir das auch als Chance nehmen, uns selber nochmal zu vergewissern, welchen Beitrag können wir eigentlich als größtes Land in der Mitte Europas, das so stark vom vereinten Europa profitiert hat, wie kein anderes Land in Europa, wenn wir dann nochmal uns vergewissern, welchen Beitrag und welche Verantwortung wir übernehmen können, dann wäre das ein unendlicher Mehrwert, der nichts mit Zahlen, nichts mit Geld zu tun hat, sondern mit einer qualitativ hochwertigen Debatte. Und dazu tragen Sie natürlich auch bei, tragen Stiftungen bei, tragen zivilgesellschaftliche Organisationen bei. Deswegen finde ich super, dass Sie uns immer wieder auch ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen. Die Politik braucht sowas. Vielen Dank, bleiben Sie behütet und bleiben Sie vor allem alle gesund. Und bleiben Sie so oft es geht zu Hause. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dann an dieser Stelle danke an Herrn Roth und Frau Brandner. Sie müssen jetzt, glaube ich, los. Darf ich noch eine? Ich möchte nur kurz, ja, Herr Westphal, ich habe Ihre Nicht-Antwort auf die Corona-Bonds jetzt erstmal so verstanden, dass Sie sie nicht abgelehnt haben. Das finde ich schon mal sehr gut. Vielleicht macht ja die Krise einiges möglich. Ich glaube, wir müssen bold sein und um Herr Scholz heute vielleicht etwas abzuwandeln. Ja, wir können es uns leisten, europäisch zu handeln. Wir können es uns nicht leisten, national zu handeln. Nur national zu handeln. Und ich glaube, diese europäische Kurve, die kriegen wir jetzt alle zusammen und dann stehen wir am Ende vielleicht besser da. Ich danke Ihnen und gehe auch jetzt zurück wieder ins Plenum, um die Ausnahmeregel bei der Schuldenbremse jetzt auch zuzustimmen. Ist auch dringend nötig. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Brandner. Tschüss und bleiben Sie gesund. Tschüss. Und dann gebe ich das direkt einfach mal nochmal weiter an den Herrn Westphal. Könnten Sie da nochmal ganz konkret sagen, wie Sie zu den Corona-Bonds, den sogenannten, stehen? Ja, vielen Dank. Ich wollte mich auch bedanken für das ganze Seminar. Ich glaube, so eine Diskussion wie diese brauchen wir noch mehr von. Und ich bin mir sicher, wir werden auch während der Ratspräsidentschaft viel Gelegenheit haben, solche Diskussionen zu führen. Ich finde auch die Studie, wie gesagt, sehr gut. Bitte setzen Sie das fort, damit da wirklich so eine Zeitreihe entsteht. Das finde ich wichtig. Also die Corona-Bonds, das ist so ein Begriff, Herr Roth hat das auch schon ein bisschen angedeutet, ist auch ein bisschen belastet. Ich glaube, wenn ich jetzt Corona-Bonds sage oder Sie, dann denken viele Leute sehr unterschiedliche Dinge. Dann müssen wir mal überlegen, was das sein kann. Also gestern hat zum Beispiel die Europäische Investitionsbank gesagt, die Anleihen, die sie in Zukunft begibt und die sie jetzt begibt, um damit Hilfen zu vergeben, die gegen Coronavirus helfen sollen, die wird sie dann Corona-Bonds nennen. So, das kann man machen. Dann wissen die Leute, wofür das Geld aufgenommen wird, wenn es das ist. Finde ich das eine gute Idee. Ich glaube, wir haben heute ein paar, zumindest ansatzweise, Dinge diskutieren können, wo doch deutlich geworden ist, dass nationale Politik und europäische Politik durch Koordinierung und durch enge Zusammenarbeit schon Hand in Hand gehen. Und ich glaube, der Gegensatz, machen wir nationale Politik oder Europapolitik, ist der falsche Ansatz. Ich glaube, wir müssen das gemeinsam denken. Da sind heute, glaube ich, ein paar Ideen hochgekommen. Das muss man sicherlich vertiefen und so eine Ratspräsidentschaft ist natürlich das exzellente Modell dafür. Jeder, der sowas schon mal gemacht hat, weiß, normalerweise geht man in so eine Ratsarbeitsgruppe oder in einen Rat selber und sagt, ich mache jetzt hier eine nationale Position. Wenn man den Vorsitzstuhl hat, kann man das nicht. Dann ist man derjenige oder diejenige, die den Kompromiss in der Gruppe herstellen muss und damit diesen eminent dann europäischen Blickwinkel einnehmen muss, auf den stellen wir uns zunehmend ein in den unterschiedlichen Politikbereichen. Und ich glaube, das wird eine spannende und für unser Land tolle Operation mit dieser Ratspräsidentschaft. Danke. Okay, bevor ich jetzt übergeben möchte, und zwar das Schlusswort an Ellen Überscher, nochmal die Frage ganz kurz an Johanna Silje und Christine Pütz. Wir sind ein bisschen über der Zeit, aber möchtet ihr nochmal abschließend was zur Studie und zu dem Gesagten und Gehörten ergänzen? Ja, ich würde gerne einmal die konkrete Frage beantworten, die noch aufkam zum Thema Kooperation mit Afrika. Das war nicht als Priorität unter den Top 10, kann ich sagen. Unter den Top 10 war stärkere Kooperation mit China. Und das ist ja, soweit ich weiß, auch ein Thema, was die Bundesregierung tatsächlich mit einem EU-China-Gipfel während der Ratspräsidentschaft vorantreiben will. Vielleicht als Schlusswort von meiner Seite, es kam oft, gerade auch von Herrn Roth nochmal,
der Begriff Handlungsfähigkeit von Europa auf. Ich glaube, die Handlungsfähigkeit von Europa hat viel auch mit dem Handlungswillen von Deutschland zu tun. Wenn Deutschland bereit ist, voranzugehen als großes Land, dann ist es auch in der Lage, andere Länder mitzuziehen. Herr Westphal hat nochmal Steuerpolitik eben ganz kurz in einem Stichwort genannt. Da haben wir ja einen ganz konkreten Hinweis aus unserer Studie mit der Digitalsteuer auch. Da ist mein letzter Stand, dass die Bundesregierung das versucht, eher auf OECD-Ebene umzusetzen und nicht erst auf EU-Ebene. So könnte man es ja auch machen. Also ich glaube, dass dieses konkrete Projekt tatsächlich nochmal auch aufzugreifen wäre während der Ratspräsidentschaft. Da gibt es ja auch einige EU-Länder, die da bereit sind, mitzugehen. Und das ist vielleicht ein sehr gutes Beispiel dafür, wo Handlungsfähigkeit dann dadurch entstehen könnte, dass Deutschland mit einem Handlungswillen vorangeht. Vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben und bis bald. Danke, Johannes. Frau Pürz? Ja, ich würde gerne nochmal die Kernbotschaft der Studie betonen, wie wir sie sehen, nämlich dass die Bürgerinnen und Bürger sehr wohl sehen, was getan werden muss und dass sie bereit sind, da auch sozusagen was zu investieren. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir die Debatten, die jetzt kommen um das EU-Budget oder die Folgen der Corona-Krise, dass wir die stärker und die ganzen Projekte, die jetzt anstehen, dass wir sie stärker über die politischen Ziele herführen und nicht über das Thema Nettozahler, wie viel wir bezahlen und so, und damit überhaupt die Debatte um die europapolitischen Ziele und Projekte im Keim ersticken. Das ist für mich die wichtigste Botschaft. Und ich glaube, wenn wir die Debatte so führen, muss die Bundesregierung auch keine Angst vor dem deutschen Steuerzahler haben. Bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese tolle Debatte, für die Vorstellung der Studie, für die Gäste, die dabei waren und natürlich für alle, an alle Fragesteller. Das war ganz, ganz toll. Ich bin mir sicher, dass, wenn es noch konkrete Fragen zur Studie gibt, Johannes Silje ist auch immer ganz gut auf Twitter erreichbar. Ansonsten gibt es noch andere Wege, euch zu erreichen, eventuell, wenn es noch Nachfragen gibt. Bitte? Ja, klar sind die beiden zu erreichen, über die Weltbildung natürlich und Johannes übers progressive Zentrum. Wie man euch erreicht, sicher auch ganz leicht herausbekommen. Wir haben heute also gelernt, dass generell es nach wie vor eine sehr positive Stimmung gegenüber der EU gibt. Die Bürger wünschen sich mehr Kooperation, eine aktivere Rolle von Deutschland und wie diese aussehen kann, gerade vor dem Hintergrund der Pandemie. Das haben wir heute diskutiert. Ich möchte jetzt mich erstmal natürlich ganz herzlich nochmal bei allen bedanken, vor allem bei der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Progressiven Zentrum, und übergebe jetzt an Ellen Überscher vom Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir sind ja schon 12 Minuten über der Zeit. Das ist ja auch immer relevant für Webinare. Ich habe natürlich vor allen Dingen zu danken den beiden Autorinnen und Autoren. Herr Westphal hat das ja auch mehrfach betont. Ja, wir werden da dranbleiben. Wir werden die jährliche Untersuchung der Einstellungen der deutschen Bürgerinnen und Bürger zur EU untersuchen und mit jeweiligen Schwerpunkten dann fragen. Und wir werden ja im nächsten Jahr sehen, wie die Einschätzung und das Resümee der Deutschen auf die Ratspräsidentschaft dann ist. Ich danke in dem Zusammenhang natürlich ganz, ganz herzlich dem DPZ, Johannes Hillier und Dominik Schwickert für die gute Zusammenarbeit. Wir können jetzt nicht mehr in Thesen gehen. Ich freue mich, dass so viele Leute Fragen gestellt haben. Wir haben wahnsinnig viel gelernt zum Thema Webinar. Wie machen wir statt einer Tagung und einem Live-Event ein Online-Event, und lernen da, glaube ich, ganz viel daraus, nehmen da viel mit. Ich will nur am Schluss noch mal sagen, der Lösungsrahmen, ob in der Krise und nach der Krise,
bleibt Europa? Und das ist ein Thema, das wir in den Facetten, die die Studie aufgezeigt hat, aber auch einzelne Aspekte, die von den Kommentatoren genannt worden sind, die wir weiter intensiv verfolgen werden. Und ich glaube, wir werden allen Grund dazu haben, das weiter zu verfolgen, gerade jetzt in dieser extrem belasteten und angespannten Situation. Ich schließe mich vor allen Dingen dem Wunsch von Michael Roth an, dass alle diejenigen, die jetzt noch im Chat drin sind, aber auch diejenigen, die schon draußen sind, gesund bleiben mögen, sich selber vorsehen und danke, dass Sie alle dabei waren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Beachten Sie oder denken Sie daran, schauen Sie auf unserer Website vorbei. Wir werden natürlich weitere Webinare machen. Unter anderem werden wir unsere Europakonferenz am 28. Mai per Web durchführen und ein Webdossier erstellen mit unterschiedlichen Perspektiven aus Europa. Also bleiben Sie dran. Vielen Dank.